even get some calls. Stellt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt. Die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel. Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Und damit herzlich willkommen zu The Witcher Wild Hunt, The Witcher 3. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Und dass ich ja einige gewünscht haben, dass ich das Spiel spielen soll, als Let's Play machen soll. Wollen wir doch gleich mal anfangen und klicken hier erstmal wieder auf ein neues Spiel. Ich habe ja schon angefangen, um für das Infovideo was zu zeigen. Und jetzt klicke ich auf neues Spiel und drücke erstmal Enter. Genau. Machen wir mal. Wir haben leider, ich habe The Witcher 1 und 2 nicht gespielt. Eins habe ich jetzt mal kurz angefangen. So. Also ganz bisschen angefangen, wirklich nur. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wirklich die Geschichte von The Witcher, worum es da jetzt ganz genau geht. Ich weiß aber, wer Geralt ist und sowas. Aber es ist ein Witcher 2 Spiel, könnte man jetzt simulieren oder auch einspielen, wenn man noch den Speicherstand irgendwo zu liegen hat. Aber ich mache das jetzt mal ohne, wir wollen keine voreiligen Schlüsse aus The Witcher 2 simulieren. Nein, möchte ich nicht. Oh,
weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Willkommen beim Tutorial. Ja, das Tutorial werde ich auch gerne machen. Wie gesagt, ich kenne ja The Witcher 1 so gar nicht und die Steuerung ist bestimmt auch bei jedem Teil anders. Also wollen wir mal fortfahren. Jo. Kann ich laufen. Die Minikarte und das Ziel. Interessant, alles klar. Ah, ich gehe nochmal raus. Das ist einfach zu geil hier. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Oh, schön. Hä? Geht da unten ab. Können wir auch... Nein, 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 nein! Wir können auch springen. Ich habe es bewiesen. Wir können vom Balkon springen. Sehr schön. Ja. Und da sterbe ich doch mal... Ganz zum Anfang dieses Let's Plays einfach mal durch Dummheit, sie springen vom Balkon. Scheiße. Cool. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Ich weiß nicht, ob ich dieses Herbergs anlassen soll, weil das sieht schon ein wenig Leistung. Ja, ich glaube, ich mache das besser aus, ehrlich zu sein. Lalalala, Nachbearbeitung. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Egal. Lassen wir's. So weit geht's ja noch. Drücke Rechtsklick, um deine Hexersinne einzusetzen. Mach ich doch gerne. Hallo Jennifer. Ein auffälliges Objekt. Das sieht doch sehr auffällig aus, wie das hier leuchtet. Nur Silber. Untersuchen. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Ja, ich weiß. Ah, ich kann die Kerze ausmachen. Was? Wie cool war das denn? Sam. Geil. Naja, wir sind ja auch ein Hexer. Der liebe Geralt. So, was haben wir hier noch? Zack. Machen wir erstmal aus. Oh, Parfüm. Parfüm. Ja, ja, Parfüm. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Nein, mache ich nicht. Will mir doch alles angucken. Puh. Das hier durchs Fenster sieht irgendwie auch cool aus. So ein bisschen verwaschen. Hier ist nichts durch mit den Hexersinnen zu sehen. Oh, da eine Vase. Eine Vase. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ich könnte dir auch jetzt welchen... egal. Ja. Wir haben den Schlüssel gefunden. Aber zuerst will ich noch mit Jennifer sprechen. Oh, was hat sie denn hier Schönes? Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Unterwäsche. Ja, die ist nur schwarz.
Cool. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Genau. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Nein. Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Oh, wie süß. Ja und? Machen wir Hast erst noch was? Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Nein. Ja, später. Ciri wartet. Oh, okay. Ne. Ich komme wieder. Ich merke mir das. Können wir noch mal baden gehen? Nein, aber schönes weißes Seifenwasser. Wo geht's denn jetzt runter? Ah, da. Alles klar. Dann wollen wir mal öffnen. Aufgeschlossen. Jetzt kann ich die Tür... öffnen. Ich verstehe. Ja, ich muss ja erstmal ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Das ist total getreu. Das sieht auch sehr harmonisch aus. Noch irgendwie nach Wohlstand eher. Obwohl gerade die Vorgeschichte irgendwie nicht so nach Wohlstand aussah. Und ich muss schon wieder husten. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht, zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Ja, komm. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Dich aber auch gemacht, wenn der einschläft. Sehr gut. Zack. Bam. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Nein. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Aber natürlich mit Salto. Na gut. Augenbinde ab. Also ich fand das schon nicht schlecht. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Also,
Eine Entschuldigung reicht nicht. Also... Ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. ja, eine Entschuldigung reicht nicht, würde ich jetzt sagen. Weil eigentlich, sie sollte schon das Buch lesen. Wenn sie zu uns gehören will, zu Geralt. Ja, sagen wir das einfach mal. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Genau. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Na klar, total Beginn. Machen wir mal. Na klar, ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Zuerst unten! Wenn du fällst, vielleicht. Jetzt, hallo. Leute, will mich verarschen, ich war zuerst an der Leiter. Das ist unfair. Weiß auch gar nicht, wo es lang geht. Ist hier kein Weg angezeichnet oder so? Alter, was mache ich denn da? Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Nein, 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 nicht da lang, nicht da lang, da lang, Siri, da lang. Renn. Lass den Quatsch. Renn, renn, Geralt. Hast du ihn noch nicht von Siri überholen lassen jetzt? Meine, wo muss ich denn jetzt lang? Hey, du hast gesagt, das dürfen wir nicht. Ich hab gesagt, du darfst das nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße. Hi Siri. Hier lang, ne? Hast genau. du Probleme? Soll ja. ich zurückkommen und dir helfen? Nee, nee, alles gut, alles gut. Gewonnen. Oh, sehr gut. Meine Beine sind länger. Ich werd's dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Ja, ja, ist klar. Könnte ich jetzt... Mich nicht ab, Geralt, sonst stolpere ich noch. Okay, dann rede ich halt nicht mit dir. Mir doch egal. Ist ja nicht so gleich pissig oder so hier. Batsch, erstmal schön auf den Boden klatschen. Na los. Hast du was zu sagen, junge Dame? Ja, hast du. Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Al-Ghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Yo, das ist dir gezeigt. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Sagen wir mal das. Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ja, die Grundlagen wären mir ganz nett. Ah ja, Kampftutorial. Ja, gerne. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. Na, da wollen wir mal anfangen. Nehme das Schwert. Schönes Schwert. Zieh das Schwert, Geralt. Wie mache ich das denn? Gerüstete Ritter, tierischer Erscheinung, noch knackterne Riesenhexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug des Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide. Ich kann schon gar nicht mehr lesen. Eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie, die sogenannten Zeichen. Sie sind nicht so mächtig wie die Zauber der Magier.
können aber rasch mit Gesten einer Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Ja. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. Das ist doch schön. Ja. Zieh das Schwert. Wie mache ich das denn? Mit 1. Drücke Z, um ein Ziel auszuwählen. Das machen wir. Ist Wesemir. Ja. Haben wir, ne? Ja. Ist, oder? Ja. Schnelle Hiebe. Ah. 1, 2, 3. Nimm dies. Okay. Links. 1, 2, 3. So stark du kannst. Wie eine Wanderdüne. Führe einen starken Kraft. Umschalt links. Alles klar. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Oh mein, Seiter, wähle mit SW link oder links oder rechts eine Richtung aus und drücke dann Alt. Ach du Scheiße. Okay. Das kannst du jetzt nicht tun. Hä? Okay. Mit Leertaste. Ah, sehr schön. Na los. Daneben. Jetzt zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Sehr schön. Das stimmt. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich habe gehört, der Alte ist beim... Drücke unmittelbar vor dem Angriff des Gegners. Blablablup. Um einen Gegenangriff. Okay. Machen wir. Konter! Schlag gegen Schlag! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Na komm schon. Ah, okay. Ich hab's noch nicht verstanden. Warte. Jetzt. Ah, nein, nicht? Hä? Nimm dies. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Drücke unmittelbar. Also muss ich das zweimal drücken, oder wie? Hä? Also ich hatte es gedrückt. Jetzt muss ich drücken. Stirb. Und eins. Hä? Okay. Ah, ich verstehe. Bevor er angreift, also blocken. Alles klar. Unmittelbar. Wer will nochmal? So, junge Dame. Zum Sehr Schluss schön. Gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Ja. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Aua! Los, auf sie! Ja. Wirke Igni, Geralt. Aber mach ich doch gerne. Ich will die Funken fliegen sehen. Aber ich durfte es nicht. Und zack. Siehst du? Renne. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Genau. Art, Geralt. Na los. Art. Wo haben wir denn Art? Da haben wir Art. Oi. Alter. Wow. Das Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Naja. Zeit für Axi. Axi, immer gerne. Das Gefühl. Alter, wie viele? Also ich, die Steuerung wird Mist. Schon ein bisschen... Ich glaube, ich könnte jetzt ja so nicht kämpfen. Ah, muss ich ja. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Ah, ich bin ganz bekieft. Oh, lala. Ja, na los, wir sind mir. Zeig's ihr, Geralt. Ja. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Okay. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Eine Bombe. Okay, mittlere Maustaste. Ich komme doch schon, Da müssen wir, da sind wir. Hä? Okay, also. Gedrückt halten, zielen und werfen.
Oh, immer noch ganz schön husten. Tut mir leid. Wenn das Training in das Schwert. Gut. Ja. Das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Ja, gerne. Fehler. Okay, üben wir hier mal noch ein bisschen. Na gut. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ha! Wow, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Wieso hört Ciri nicht? Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum Henker geschieht hier? Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein, nein, das wirst du nicht tun. Nein. Nein. Zack. War das jetzt ein Traum, oder? War das? Scheiße. Okay, alles nur ein Traum. Wie es aussieht. Mai 1272. Alles klar? Naja. Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Sagen wir mal das. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Mhm. Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Besser wäre es in den Traum. Das waren noch Zeiten. Hm. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Ja. Okay, das haben wir jetzt schon gesagt. Also, wollen wir mal aufbrechen. In die Welt von The Witcher 3. Oh, ich freue mich. Schicker Katzenaugen. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte.
Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Was? Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben. In bestimmten Situationen. Okay. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Nein. Ich höre und rieche es. Ghule. Und Allgäu. Das Leben ist das, ja, Monster, ja, ich verstehe. Ja, wollen wir mal angreifen hier ordentlich. Wo ist denn der? Hier, der nächste. Oh, ein Baumstamm, ich schlage einen Baumstamm. Böser Baumstamm, gestorben Baumstamm, böse. Ja. Ey, lass Plötze in Ruhe. So. Oh, da vorne ist noch einer. Ich könnte eigentlich auch Igni, ja. Sehr geil. Weil Mama hier ist auch eine super Übung nochmal. Ah, gesterben. Igni. Ah, oh, okay, dann halt nicht. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Aber gerne. Alter, ist das übertrieben. Boah. Alter, ich könnte jetzt die Stunde so stehen bleiben. Einfach. Oh, was war das denn? Ah, ich bin durch Feuer gelaufen. Aha. Machen wir das mal aus. Keine Hinweise zurücklassen. Können wir das untersuchen irgendwie? Ah ja. Na, alles nehmen. Oh, nehmen wir einfach mal mit. Da noch. Ey, ja, jetzt nimm doch. Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht ist das hinterher noch wichtig. Bei dem ist nichts. War da hier ein Abgrund? Ja. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bei The Witcher 3. Wild Hunt. Alter. Sieht saugeil aus, die Kampfaktion. Naja, bis zum nächsten. Ciao, ciao.